Johanna Weyer, Präsidentin Benz-Planzentrum AG. Wir möchten heute mit dieser Initiative, die wir gemeinsam mit der Sparkasse Stiftung gestalten, was uns sehr freut, vor allem die Frauen, eigentlich die ganze Bevölkerung, sensibilisieren, wie wichtig es ist, dass die Frau an ihre Zukunft denkt, dass die Frau die wesentlichen Finanzkenntnisse erlangt und deshalb das Projekt der Finanzbildung für die Frauen. Wenn wir heute die Daten ansehen, dann sehen wir, dass in den regionalen Zusatzrentenfonds circa 50% der Eingeschriebenen aus Frauen besteht. Jedoch, wenn wir uns das Kapital ansehen, das eingezahlt wurde, erreichen die Männer circa 26.000 Euro und die Frauen 16.000 Euro. Und dieser Unterschied, der sich bei der Zusatzrente, der sich in den Einzahlungen ergibt, den sehen wir danach dann auch bei der Zusatzrente. Dasselbe gilt natürlich auch für die staatliche Rente. Wenn Frauen weniger arbeiten, Teilzeitverhältnissen nachgehen, vielleicht auch geringere Entlohnungen beziehen, zahlen sie weniger ein. Und das bedeutet weniger Geld morgen in der staatlichen Rente, aber auch weniger Geld in einer Zusatzrente.